So, willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Neuer Tag, neues Glück. Wir räumen da mal den Schutt weg. So, jetzt kommen wir da viel schneller voran. Aber es ist wieder Gebetszeit, oder? Naja, na her mit eurem Zaster. Na bitte. Wir wollten in diese Katakomben. Jetzt kriegt er wieder einen Herzinfarkt bei der Musikänderung. Fast. Können wir mal ein paar Sachen zerlegen. Juhu. So. Ist da nicht irgendwas ausrüsten? Ne, ist eh ausgerüstet, oder? So, runter oder rüber? Gehen wir mal rüber. Mann, Mann, Mann. Da ging es dann weiter runter, oder? Ah ja. Ja, jetzt habe ich keine Energie mehr, ne? Ah ja, das war ja das Doofe. Dass einem da permanent die Energie ausgeht.
So, könnte man da jetzt irgendwas in die Kiste da tun, weil dann kann den Schleim zum Beispiel und das Fledermaus-Dings und eigentlich alles andere auch. Wurscht. Mal die zwei Sachen da. So, ab ins Bett. Neues, ne? Hoppla. Nicht an dem Pfeiler hängen bleiben. So, gucken wir mal. Ja, Ressourcen sind wichtig. Gerade Metall und so ein Zeug brauchen wir ja wie ein bisschen Brot im Prinzip. Da geht nichts mehr. Was ist da? Töte erst alle Feinde. Okay. Das ist yes. Okay. Wieder keine Energie, ne?
So, dann werden wir da wieder das da ablagern. Und nochmal ein Ründchen schlafen gehen. Jetzt müssen wir noch den ganzen Weg dahin laufen. Sollten dem Typen einen Schrittzähler umbinden. Interessant, wie viele Kilometer der rennt. Ach. So, jetzt müssten wir alle getötet haben. Jetzt sind wir da zu dem Portal da. Portal. Zu dem Durchgang da. Marschieren. Nichts mehr aufheben. Oh. Na gut. Wir sind sowieso schon wieder müde. Muss ich jetzt dann jedes Mal alles da durchlaufen? Nee, oder? Nee, perfekt. Dann sei das nächste Mal einfach Level 2. Sehr schön.
Was haben wir hier irgendwie her? Ah, da gibt es ja noch verschiedene Dinge. Mm. Doof. Kohlsamen könnten wir jetzt... Weizen haben wir erst zwei. Okay, aber das könnten wir auf jeden Fall. Mit den scheiß Keramikschüsseln. Wir gehen mal Kohl pflanzen. So. Doch wieder drinnen reinlegen da. Ach, das könnte man unten hin tun. Nicht noch so eine komische Kiste abbauen. Oh, Kiste. Kiste. Da kommt jetzt das Ganze. Ich würde sagen, ich gehe mal wieder schlafen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ciao.